Handlungsfeld B heißt Beteiligung. Empowerment bedeutet, dass die Teilnehmer über ihre Pflichten und Rechte Bescheid wissen und diese auch einfordern können. Aber wie fordern sie diese ein? Zuallererst müssen die Teilnehmer über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt werden und dass Vielfalt wichtig ist. Weiter müssen auch die Teilnehmer für andere Behinderungsarten und deren Bedürfnisse und Gefühle sensibilisiert werden. Außerdem sollen die Teilnehmer in die Reha-Gespräche mit einbezogen werden. Jede Behinderungsform soll eine spezielle Förderung erhalten. Teilnehmer können im Rahmen der Möglichkeiten entscheiden, wo und mit wem sie wohnen wollen. Aber wer unterstützt die Teilnehmer und wer kämpft mit ihnen für ihre Rechte? Die Vertrauensmitarbeiter, der Inklusionsbeauftragte und die Teilnehmendenvertretung, auch Lehrlingsrat genannt. Aber wie wird die Teilnehmendenvertretung oder der Lehrlingsrat vom BBW unterstützt? Zum Beispiel sollen die Klassensprecher und der Lehrlingsrat mehr zusammenarbeiten. Oder wenn der Lehrlingsrat innerhalb Deutschlands auf Treffen mit anderen Lehrlingsräten fahren möchte, könnte das BBW diese Ausflüge finanzieren. Außerdem soll das Mitbestimmungsrecht und das Mitentscheidungsrecht des Lehrlingsrates ausgebaut werden. Und weiter soll der Lehrlingsrat und der Inklusionsbeauftragte mehr zusammenarbeiten. Sollte es im BBW Neuerungen oder wichtige Neuigkeiten geben, werden diese sofort an den Lehrlingsrat vermittelt. Die UN-Konvention besagt, dass man nicht über die Menschen mit Behinderung spricht und für sie Entscheidungen trifft, sondern dass diese auf Augenhöhe mit den Menschen ohne Behinderung stehen müssen. Sie sollen in Überlegungen und Entscheidungen aktiv mit einbezogen werden.